In der Nähe des Friedhofes von Migiano befindet sich die interessante Krypta Heiliger Marina, wichtiges Denkmal des Salentos, das die religiöse italienisch-griechische Kultur dieses Gebiets beweist. Sie befindet sich unter der gleichnamigen kleinen Kirche, die während der modernen Zeit gebaut wurde. Die Krypta entwickelt sich auf drei unterirdischen Räumen. An den Wänden sind noch heute wichtige Fresken sichtbar, die nach den Wissenschaftlern zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert bemalt wurden. Das Fresko der Heiligen Marina wurde dagegen später bemalt. Die Heilige wird laut der Ikonografie mit Palme und Hammer dargestellt, während sie versucht, einen Drachen zu unterjochen. Unter den Bevölkerungen des südlichen Salento wird Heilige Marina gegen die Gelbsucht, auch als Male d'Arco bekannt, erbittet. Die byzantinischen Gestalten sind auf dem Fresko der Dormitio Virginis deutlich, das älteste Bildnis der Krypta. Die Szene stellt die Dormitio von Maria dar. Sie liegt unter den vielen Aposteln, die ihre Exequien preisen. Im oberen Teil bemerkt man die Gestalt von Christus, der die Seele der Jungfrau aufnimmt, die ikonografisch als Eidolon bekannt ist. Andere Fresken verschönen die Krypta, wie zum Beispiel das Bildnis Heiligen Nikolaus aus Myra, der oft unter den italienisch-griechischen Bereichen anwesend ist. Das Eintopfen fungierte vermutlich ursprünglich als Grab. Das wurde von den letzten Studien angenommen. Die Krypta Heiliger Marina von Migiano gehört zum wertvollen byzantinischen Erbe. Diese Kultur hat sich im Salento jahrhundertelang in der italienisch-griechischen Identität entwickelt.